Pegaso Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf pegasoreise.de. Pegaso Podcast. Wir machen heute eine Spezialsendung von der Messe Motorräder Dortmund 2012. Diesmal auch als Video. Und bei mir ist der Michael Kuzera. Grüß dich. Hi. Von Michas Moped Blog, richtig? Genau, ja. So, wir sind hier in Halle 5 und bei mir ist Andreas Hülsmann. Andreas, erzähl mal kurz, was macht ihr hier in Halle 5? Ja, wir versuchen hier so ein bisschen Abenteuer zu versprühen. Zusammen mit dem Uwe Kraus, mit dem Thomas Lang und der Claudia Schmidt machen wir so ein kleines Live-Programm. Wird immer unterbrochen von Tourenfahrer, Videos und wir versuchen hier so ein bisschen Motorrad-Faszination und Emotion zu verbreiten mit unseren Live-Vorträgen. Ja, wir sind jetzt hier bei Triumph. Das ist die neue Tiger Explorer, eine 1200er. An sich ein schönes Ding, aber der Tank wirkt schon total wuchtig. Der ist fast so breit wie der Lenker. Super viele Knöpfe für Bordcomputer, Bordcomputer rauf, Bordcomputer runter. Der Nebelscheinwerfer hat einen extra Knopf, also sehr viel Elektronik, sehr viel Plastik wieder. Bei Fembike mit Frau Petitz. Erzähl doch mal, was ist Fembike? Also Fembike ist ein Online-Magazin für Bikerinnen. Mit Reiseberichten, mit Informationen zur Bekleidung, Lifestyle-Themen haben wir drauf. Themen, die man sonst in der Motorradpresse eher weniger findet, also kein Tuning und Racing, sondern auch mal das Thema Angstüberwindung, Grenzerfahrung und solche Geschichten. Und darüber hinaus gibt es Sicherheitstrainings, Technikkurse und Reisen. Ja, was hat dich denn dazu bewegt, sowas zu gründen, zu starten? Also ich fahre natürlich selber Motorrad, schon jetzt seit fast 20 Jahren mittlerweile und ich hatte immer so den Wunsch, dass es irgendwie mehr für Frauen auch gibt und auch gerade im Bekleidungsbereich ist es einfach irgendwie schwierig, da auch das Passende zu finden und die Beratung ist meistens auch nicht optimal und auch andere Frauen eben zu finden, denen es genauso geht irgendwie mit mir, wie mir auch mit dem Thema Technik. Wenn man da jemanden fragt, ob er einem helfen kann, dann kriegt man zwar ganz viele Antworten, aber was jetzt das Richtige ist, bleibt dann irgendwie doch meistens irgendwie auf der Strecke und da habe ich mir auch immer jemanden gewünscht, der mir einfach mal so mein Motorrad erklärt und so kam auch die Idee mit den Technikkursen. Ja, ich habe auf deiner Seite gesehen, du hast auch so Gastbeiträge. Das heißt, Frauen können auch selber Artikel schreiben über Dinge, die sie bewegen und die werden dann bei dir auf der Seite eingestellt. Genau, sehr gerne. Also wenn jemand irgendwie ein Erlebnis hat, wo er einfach gerne mal berichten würde und kann auch nett schreiben, dann kann er sich sehr gerne oder sie sich gerne bei mir melden. Gastautorinnen sind bei mir natürlich herzlich willkommen. Auch gerade im Bereich Reiseberichte, da freue ich mich natürlich immer, wenn jemand irgendwie was Schönes schreiben kann und auch Bilder hat und das gerne den anderen auch mitteilen möchte. Ja, wir sind jetzt hier bei Horex. Schönes Motorrad, die VR6. Gab ja recht großen Medienrummel im Vorfeld über Horex, weil es ja doch lange, ich sag mal, in der Versenkung verschwunden war und jetzt ja wieder aufgetaucht ist. Erzähl uns noch ein bisschen was zum Motorrad. Ja, also es ist ein sehr exklusives Fahrzeug, was jetzt ab April, Mai in der Manufaktur in Augsburg, also in Deutschland, gefertigt wird. Es hat als zentrale, wichtigste Innovation hat es einen VR6-Motor, was es bisher so im Motorradbereich überhaupt noch nicht gab. Sehen wir, wenn Sie von vorne schauen, von der Kompaktheit des Baus, schmal, ist es baut so schmal wie einen normalen Vierzylinder, ja. Obwohl sechs Zylinder drin sind. Es ist ein V-Winkel von 15 Grad. Also sie sind versetzt, die angeordnet, die Zylinder. Dementsprechend, so kriegen sie die schmale Bauweise hin, weil ein rein Sechszylinder wäre deutlich breiter zum Beispiel. Wir haben auch ein sehr breites Drehmomentband, etwa 100 Newtonmeter bei 3000 Umdrehungen schon. Schon eine Ansage, ja. Ja, ist schon eine Ansage. Maximal Drehmoment liegt bei 135 Newtonmeter, das haben wir bei etwa 6000. Also ich könnte das Motorrad ganz schaltfaul fahren und es ist ein wunderbarer Landstraßenfahrzeug. Ja. Ich bin gerade dem Erik und dem Alain begegnet. Die beiden sind auch hier auf der Motorradmesse. Ja, hallo. Hallo. Und Erik, du arbeitest gerade an deiner DVD von deiner letzten Reise durch Nordamerika. Ja, ganz genau. Ist jetzt gerade so, ich bin eigentlich fertig, geht nächste Woche ins Presswerk. Abenteuer Nordamerika erscheint dann.
Jo, die DVD. Erstmals gibt es was von dir auch auf Video. Was erwartet uns da? Ja, das war ein sehr spannendes Projekt. Ich habe ja bis jetzt eher geschrieben und ich fand es diesmal halt spannend, mit einem neuen Medium zu arbeiten. Wir wollten ja eigentlich nach der ersten Reise Cologne-Shanghai schon einen Film machen, aber mein Kumpel hat ja Gott sei Dank ausgeschlafenerweise die Kamera verloren. Es stand schon in einem schlechten, hatten schon unter einem schlechten Stern, aber ich habe diesmal halt alle Aufnahmen mit nach Hause gebracht. Ich habe dann eine Rohfassung von 3 Stunden gemacht, den Film, habe den jetzt nochmal runtergekürzt und der Film wird 100 Minuten lang sein und da könnt ihr euch drauf freuen, das wird ein gutes, spannendes Ding werden. Okay. Ausschnitte habe ich schon gesehen. Super. Das ist das wahre Reisemotorrad, eine Honda Wave, 110 Kubikmeter, Automatikschaltung, was braucht man mehr? Winzigen Tank, ganz, ganz wenig Verbrauch. Mit so einer Kiste war ich in Südostasien mal unterwegs, da fahren alle so eine Karre und darauf kann man locker eine vierköpfige Familie transportieren. So, wir haben uns jetzt hier so ein bisschen hingesetzt und erstmal eine Pizza gegessen und wollen uns jetzt mal das Buch angucken, das du dir rausgesucht hast für das literarische Gespann. Und zwar ist das Abgefahren von Claudia Metz und Klaus Schubert. Der Untertitel ist In 16 Jahren die Welt. Das sind zwei Kölner, oder zumindest ursprüngliche Kölner, mittlerweile leben sie wohl in Patagonien, die 1981 mit zwei XT500 losgefahren sind. Und nach sage und schreibe 257.000 Kilometern und 16 Jahren später dann auf einem selbstgebauten Floß wieder in Köln angekommen sind. Also ich sitze jetzt hier auf einer Scrambler, auf einer Enfield Scrambler. Bin im letzten Jahr durch Ladakh gefahren und habe mich in Enfield verliebt. Und dann hatte ich zuerst vor, mir eine Enfield zu importieren. Habe mir aber dann eine Enfield auf dem deutschen Markt gekauft. Die ist schon mal aus Indien importiert worden. Und seitdem habe ich mich in diese Dinger verliebt. Und jetzt genau sehe ich hier auf der Messe einen Scrambler-Umbau. Und so ähnlich wird meine Enfield auch aussehen. Hier am KTM-Stand mit unserer neuen Rubrik sinnlose Motorrad-Accessoires. Zum einen hier dieser schöne KTM-Toaster, kostet 45 Euro, toastet ja aber das KTM-Logo morgens auf deinen Toast. Mein Tipp, kauft euch das Ding nicht, fahrt dafür lieber einmal tanken. In einem halben Jahr könnt ihr froh sein, wenn ihr für 45 Euro noch eine Tankfüllung kriegt. Neben mir steht Rolf von BMW und wir haben hier die neue G650 Certain. Ich selber feiere die alte F650 Einzylinder. Ja. Was hat sich denn seitdem getan? In der Motorenseite hat sich eigentlich nicht viel getan. Es sind 2 PS dazugekommen. Aber ist also 50 PS. Und die Septon hat im Gegensatz zur normalen G650 längere Federwege, ne? Längere Federwege ist eigentlich mehr der Offroad-Sektor abgedeckt gegenüber der normalen F650 GS, die mehr auf die Straße ausgelegt ist. Die Heike Kaltinis habe ich auch getroffen. Du bist auch hier auf der Motorradmesse unterwegs. Ich bin hier auch unterwegs, ja. Mal wieder auf der Suche nach Anregungen. Bisschen neue Mopeds gucken. Aha. Und, hast du was gefunden? Ich habe was gefunden, ja. Also ich habe mich beraten lassen von einem lieben Freund. Ich wollte einen neuen Helm haben. Ich bin ganz gespannt. Ich werde morgen gleich mal den Helm aufsetzen und die erste Probefahrt machen. Morgen wird schönes Wetter. Gut. Ja. Kommt das neue kleine Moped raus und dann machen wir eine kleine Tour. Jo, war cool, war sehr schön, aber auch sehr anstrengend. Ja. Ich bin froh, wenn ich zu Hause bin. Es gibt viel zum Schneiden. Ja, das Beste, was wir an Tonmaterial gesammelt haben, werden wir noch verwenden als Podcast, als den normalen Pegaso-Podcast, der jetzt irgendwann Mitte März rauskommen wird. Aber das, was wir jetzt hier an Ton haben, das kommt jetzt gleich noch bis Mitternacht ins Netz. Claudio ackert noch. Genau, alles weitere auf pegasoreise.de.